vielen Dank. Dann heiße ich Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel gegen die Fischtaubenhegel in Bremerhaven. Endergebnis war 2:3 nach Penaltyschießen, das Ganze vor 2480 Zuschauern. Bei mir begrüße ich die beiden Headcoaches, das ist Mike Stewart als Headcoach der Fischtaubenhegel in Bremerhaven und natürlich unseren Coach Rick Rossi. Erste Wort gehört wie immer dem Gast, Mike Stewart, ein paar Worte zum Spiel. Dankeschön, guten Abend. Ja, für uns gleich in den ersten 2 Minuten, glaube ich, wir haben einen Breakaway zugelassen, aber Meisner hat einen super Save gemacht und einen klaren Gegenzug fast. Deda hat 1-0 geschossen und das hat uns gut in der Partie gebracht. Im ersten Drittel, wir haben super Chancen ausgearbeitet, aber leider Frazzi war zur Stelle. Im zweiten Drittel, ich glaube, Kassel ist rausgekommen und hat ein bisschen mehr Schabenanteil gehabt und haben gut gedruckt. Beide Mannschaften waren noch energetisch, nach 40 Minuten auch eine gute Partie. Ich meine, für beide Mannschaften, es war schnell, es war hart. Im letzten Drittel, ich glaube, wir haben diese Phase gehabt, wo wir haben ein bisschen müde ausgeschaut und Kassel hat gedruckt ohne Ende. Zum Schluss noch ein 2-1 in Minderheit. 6-5, dieses Tor war absolut super und 2-2 nach 6 Minuten war spitze. In Overtime Penalty-Shots, meine Spieler haben die eiskalt ausgenutzt und ich muss ein Kompliment an meine Spieler geben, weil mit unserem Spielplan, fünf Stammspieler waren heute nicht dabei und die Jungs haben alles gegeben und einen Weg gefunden, diese Punkte zu holen. So, es war, Kassel hat sich nicht versteckt, die waren sehr, sehr harte Gegner. Aber wie gesagt, wir haben einen Weg gefunden und deswegen muss meine Hut ziehen an meine Mannschaft, weil das bin ich gleich. Danke. Ja, vielen Dank, Mike. Rico, ich gebe das Mikro weiter an dich. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, erster Glückwunsch an Mike in Bremerhaven. Es war ein super Spiel für meine Meinung. Es war hart, es gefällt mir. Die Mannschaft hat sehr gut gespielt. All unsere Mannschaft war dabei, wir haben niemals aufgehört. Leider verlieren wir zu viele Torschancen im Moment. Wir haben vielleicht 3 Alleingangs, ein paar leeres Tors, Side of the Tors und das kostet uns im Moment. Aber das heißt nicht, dass wir schlecht spielen. Das ist ein Unterschied, das müssen wir merken. Dass der Unterschied ist nicht, dass die Mannschaft verliert 3 Spiele hintereinander. Und Problem ist der, dass die Mannschaft verliert, weil wir gut spielen und unsere Torschancen nicht gut nutzen. Aber die Überzahl hat super ein Tor geschossen in den richtigen Zeitpunkt, die Unterzahl war super in Unterzahl. So, wir müssen immer alles im Raum denken. Okay? Wir haben in der Anfangssaison, wenn jemand hat uns gesagt, wir hätten 80 Punkte erreicht, mit 8 Spielen zu spielen, hätten wir für Verrückter gegeben. Aber das war die Ziel in die Kabine. Es hängt immer noch in die Kabine durch. Die Ziel 80 Punkte. Wir haben jetzt unsere 80. Punkte geholt heute. Sicherlich sind wir nicht froh, 3 Spiele hintereinander zu verlieren. Aber die Mannschaft ist intakt und es läuft in den richtigen Weg für uns. Spielerisch. Jetzt brauchen wir die Ergebnisse und das bin ich sicher, dass die kommen. Vielen Dank. Du hattest es ja schon gesagt, im Moment fehlt so ein bisschen an der Chancenverwertung. Man sagt ja so ein bisschen, die Seuche am Schläger hat der ein oder andere sicherlich. Du als Trainer, kannst du in irgendeiner Form da einwirken oder sagst du, cool bleiben, Jungs, es läuft. Es ist jetzt gegen Bremerhaven, Punkt zu holen, ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste, denke ich mal. Sagt man, das ist okay, es kommt von alleine wieder oder machst du als Trainer irgendwas? Ja, nichts kommt von alleine, das ist klar. Man muss hier an jedem Ding arbeiten. Ein Torschießen ist sicherlich nicht eine Fähigkeit, die jeder Spieler hat, aber die wie man zu diesen Positionen kommt, ist wichtig. Und das hat sich nichts geändert. Heute, wenn wir nur 2 Tore geschossen hätten, im Vergleich, wenn wir 7 oder 8 gegen Ravensburg schießen. Wir spielen die Gradlinie spielen, wir suchen den Direktweg zum Tor. Im Moment, ich habe geht nicht drin, aber wir ändern nicht unsere Spielart. Okay, Rico. Gibt es Fragen seitens der Pressevertreter an die beiden Trainer? Denke mal nicht, ne? Gut, dann fasse ich noch die Ergebnisse aus den anderen Partien zusammen. Bietigheim Steelers gegen EV Landshut 4:3, ist alles Endstände. ESV Kaufbeuren gegen die Lausitzer Füchse 0:5. SC Riesersee gegen die Eislöwen Dresden 4:3, Heilbronner Falken gegen den EC Bad Nauheim 2:4,
Löwen Frankfurt gegen die Ravensburg. Tower Stars 8:2. Und Eispiraten, ja, bei Ravensburg gibt es noch Hopp oder Top. Und Eispiraten Krimitschau gegen die Star Bulls Rosenheim 2:1 nach Penaltyschießen. Für uns geht es weiter am kommenden Freitag, ist also gar nicht mehr so lange hin. 6.2. Wir sagen immer so gerne kleines Derby. Ich denke mal, da geht einiges. Und bei uns zu Gast dann der Zibat nochmal. Ich wünsche unseren Gästen aus Bremerhaven guten, sicheren Nachhauseweg. Ihr habt es ja nicht so weit, ist ja euer Derby sozusagen. Nach knapp 350. Ja, kommt gut nach Hause, vielleicht sehen wir uns die Saison ja nochmal. Schauen wir mal, wie es so ausgeht. Ihnen einen schönen Abend, schöne Restwoche. Sehen wir uns spätestens am Freitag wieder. Bis dann und tschüss.